Unser erster Tag in Ghana. Das erste, was wir mitbekommen haben, ist ein Streit zwischen Nachbarn. Und ja, was soll ich euch sagen? Auch in Ghana gibt es Streit. Aber ich muss sagen, ich war etwas erschrocken. Ja, das wurde wirklich laut und man hatte echt das Gefühl, es geht richtig zur Sache. Aber ihr werdet gleich sehen, dass aus Ernst dann Spaß wurde. Da hat sich einfach wirklich die ganze Nachbarschaft dort versammelt. Denn wie gesagt, es war wirklich richtig laut. Und ja, wie es halt so ist, man ist dann neugierig und alle sind hingegangen. Das hier ist übrigens ein Kindheitsfreund von Ben. Und seine unglaublich süße kleine Tochter. Hier seht ihr jetzt einmal, wie dann aus Ernst Spaß wurde. Und dann war auch wieder alles vergessen. Ben hat direkt am ersten Tag dann etwas Sperrmüll rausgestellt. Da kam direkt jemand, der mit Plastik arbeitet. Er hat Ben dann gefragt, ob er sich das nehmen kann und Ben hat natürlich gesagt, er soll sich alles nehmen, was er braucht. Hauptsache, wie sind es dann los? Das ist unser kleiner, süßer Hund Benne. Ein Hund, der uns beschützen soll. Ben hat dann auch die Müllabfuhr gerufen, weil natürlich auch der restliche Sperrmüll entsorgt werden musste. Das ist eine Art von Müllabfuhr. Natürlich gibt es in anderen Gegenden auch eine richtige Müllabfuhr, so wie wir es aus Deutschland kennen. Allerdings seht ihr sowas dann erst in so reicheren Gegenden. Diese Müllabfuhr hat Ben aber 100 Cedis gezahlt. Das sind umgerechnet knappe